Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Zandalari-Troll wieder ein bisschen weiter. Mittlerweile bin ich Stufe 59 und ja, wir sind hier ein bisschen im Eschental unterwegs, weil ich noch ein wenig hier die Quest-Achievement auf der Hordenseite mal ein bisschen nachmachen wollen würde. Und ja, jetzt haben wir hier das Eschental schon, wahrscheinlich noch nicht halb durchgequestet, aber wir waren zumindest schon an einigen Punkten. Und ich hoffe, dass ich jetzt möglichst schleunig das noch fertig krieg. Denn, ja, nee, zwei von X-Dingern habe ich leider erst. Das ist ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle. Ja, da müssen wir mal gucken, dass ich nicht zu sehr overcappe. Also am besten, dass ich Stufe 60 komme und dann das Ding fertig habe. Wahrscheinlich wird es nicht so laufen. Ne? Ich bezweifle es nämlich eher. Ich muss jetzt gerade gucken, wir hatten jetzt so eine ewig ätzende Quest, dass wir so Öl von Hydras besorgen, oder Hydren, ich weiß jetzt nicht, was da der Plural ist, besorgen mussten und das in der Schmiede umcraften und jetzt hier oben auf dieses Teil anwenden, auf diesen ich schätze mal, dass es ein Leuchtturm ist. Das Feuer heller flammt. Ah, das seht ihr es, okay. Hydranten ist die Leuchtturmfeuer. Mehrzahl. Was ist die Mehrzahl Hydra? Hydranten. Hydranten, ah, okay, Hydranten jetzt, okay. Verstehe. Hydranten ist die Mehrzahl. Ja, mal gucken. Ich frage mich, wo wir noch überall hin müssen, ne? Da haben wir jetzt auch kein Achievement gekriegt, oder halt so ein Fortschritt. Vielleicht haben wir auch irgendwo Quest ausgelassen, ich weiß es nicht. Also in der Mitte wird mir noch eine Höllschreiswacht angezeigt, wo wir hinfliegen können. Oben noch ein paar Quests, aber dann wird es schon wieder knapp. Deswegen wundert mich, dass wir Komisch. so wenig erst haben. Ja, mal gucken. Ich hoffe, das wird dann relativ schnell. Ja, mal schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wird hoffentlich schon. Was nicht mal 10k pro Stunde mit Blumen? Ja, ich dachte es mir schon, ne? Weil. Gut, jetzt kann man vielleicht bald fliegen, dann wird es ein bisschen besser, dann kannst du schneller farmen, aber da wird der Blumenpreis halt trotzdem runtergehen, ne? Also, das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, weil wir hatten jetzt vorhin auch schon ein bisschen übers Goldmachen gesprochen, ne? Ich habe entsetzt festgestellt, dass meine Goldreserven gerade zur Neige gehen, weil ich mir letztens auch wieder einen Dings gekauft hatte, einen Kartenspielmount und solche Sachen. Naja, wer viel ausgibt, ne, der hat irgendwann kein Gold mehr. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen am Erörtern, was ganz gut geht vom Goldmachen her. Okay, das hatte ich nämlich hier gerade noch. Ach, müssen wir in die Höhle rein, oder? Ja, wir müssen unten rein. Ich hatte auch vorher das mit dem DH. Wir hatten vorher da auch gequatscht gehabt. Da kannst du ja die Dings machen, diese Freehold Runs. Wo du. Wo müssen wir, ich glaube, dahinter müssen wir hier ran. Freehold Runs machen, wo du Leute durchziehst und da halt auch ganz gut Kohle bekommen kannst, ne? Und da hatte ich mich letztens auch schon gefragt, ob es am besten mit dem 110er oder mit dem 120er Char das Ganze machst. Und jetzt meint hier gerade noch ein Kollege, dass es besser ist mit einem 111er Char so rum. 111er oder 110er Char, weil du den ein bisschen besser gieren kannst. Weil ich habe, glaube ich, sogar noch einen Char irgendwo rumflacken, der auf 111 ist. Und vielleicht mache ich das mit dem dann mal. Da muss ich mal gucken. Ja, das ist halt das Nächste. Auf Servern, wo halt das viele anbieten, gehen halt die Preise immer weiter runter. Und da hat man halt dann irgendwann die Problematik, dass es sich halt irgendwann nicht mehr wirklich rentiert. Jetzt müssen wir die hinten die Mobs mal killen. Mal gucken. Wobei ich immer erst dann Gold mache. Also ich mache Gold immer an zwei Punkten, ne, des Addons. Punkt Nummer 1 ist, wenn es extrem lukrativ ist und wenn man es nicht macht, es dumm ist, dass man es nicht macht. Zum Beispiel, ne, vorhin die Geschichte mit dem Tisch. Das ist es wäre fahrlässig, wenn man das nicht machen würde, weil das halt einfach geschenktes Gold ist. Und die andere Sache, was ich ja auch in Legion gemacht habe, ist hier Argus-Ding. Da hat man ja so viel Gold in kurzer Zeit gekriegt, wenn man es boosten konnte. Das wäre auch an Tauros besser gesagt, ne? Wie gesagt, teilweise 1 Million Gold in 3, 4 Stunden gemacht, ne? Das wär dumm, wenn ich das nicht mitgenommen hätte. Und die andere Sache ist, ich mache es dann, wenn ich halt nichts anderes mehr zu tun habe. Das Problem ist, bis ich mal nichts anderes mehr zu tun habe, den Punkt gibt es eigentlich quasi nicht, ja. Weil ich bin ja dran, Achievements zu machen, Mounts, Pets, Toys zu sammeln, ne? Und es ist eigentlich immer,
ich habe eigentlich immer irgendwas zu tun, ne? Deswegen wird es mir eigentlich selten langweilig. Warte mal, was müssen wir denn hier noch machen? Stalle aufsammeln. Ach, hier an der Seite. So ja, die hast du mir wahrscheinlich alle weggesammelt, ne? Ich habe nämlich nur null. Ich dachte, du stehst da so lange neben dem Kristall, du hast es aufgesammelt, ne? Nix. Ach, du lootest mir die ganze Zeit weg, die Dinger, ne? Ne, ich habe gewartet, aber du wolltest es scheinbar nicht. Nee, ich hab's einfach nicht gecheckt, ne? Dass da auch Kristalle sind. Ja, wie immer, ja. Ich hab noch nicht mal einen gesehen von den Dingern. Hier links. Ah, die, ja gut, die kann man auch leicht übersehen, ne? Also, ah gut, da sind zwei drin, perfekt. Die könnten aber auch von den komischen Viechern hier mal droppen. Aber der ist jetzt auch verschwunden, oder? Als ich den aufgesammelt habe bei dir. Ah, scheiße. Sammelquest. Oh, ich wollte dich nicht unterbrechen, als du erzählt hast, deswegen. Nee, aufgesammelt. Du dachtest, du lässt mich mal schwadronieren und machst die Quest dabei fertig, ne? Genau. Ja. Interessant. Oh, meins. Ich bin doch gar nicht bei dir. Trotzdem, aber der Nager schießt auf mich. Gut, jetzt habe ich den ins Leere gekickt, so macht man das. Okay. Aber, also ich komme eigentlich selten an den Punkt, dass ich sage, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, ne? Deswegen, ja. Es geht mir auch so, gerade ordentlich zu tun mit Erfolgen. Macht zwar viele langweilige Erfolge, so Archäologie-Erfolge aus Pandaria, die sind nicht so schick. Aber okay. Irgendwann muss es ja mal gemacht werden. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wo du Archäologie gesagt hast, BFA geht ja klar, bis du Pandaria gesagt hast, und das ist nämlich genau das ätzendste Archäologie-Ding überhaupt. Pandaria und WoD dauert halt am allerlängsten. Da, ich glaube, in Pandaria hatte ich damals teilweise 70 bis 80 Dinger, bis ich dieses letzte Teil hatte, ne, gemacht. Ja, also. Ne, diese makellosen Dinger, oder was meinst du? Ja, bist du das makellos? Die habe ich jetzt schon fertig, aber mir fehlen da noch, weiß nicht, 4, 5 andere, wo ich noch nicht 20 Stück von aufgesammelt habe. Also was, ich alle makellosen und... was? Also ich habe teilweise wirklich, also im Durchschnitt habe ich bestimmt 60 von jedem gebastelt, bis ich alle makellosen hatte. Ich glaube nicht, dass es da noch mehr Blöcke von makellosen gibt. Also eins habe ich abgeschlossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Achievements da genau waren, ob das alles in einem drin war oder ob es für jedes quasi ein Unterding gab, aber also Pandaria war wirklich das, wo ich am meisten, rein hatte dicht gefolgt von WoD. WoD und Pandaria waren wirklich, boah, ätzend. Ja toll, an WoD wollte ich als nächstes dran, danke. Ja, du, aber WoD ist ein Ticken besser als Pandaria. Okay. Ja, BFA habe ich schnell fertig, Legion auch fast fertig, ja. Also, aber ich dachte, Pandaria fange ich mal an. Abarbeiten. Aber hier, BFA war ja für Archäologie-Verhältnisse, war das ja echt gechillt, muss ich sagen. Ja. Also, das habe ich in einer Nacht, das war am Anfang von Dingen, wo ich lang Urlaub hatte. Und dann war ich ein bisschen fertig und dann dachte ich mir, boah, jetzt willst du nichts machen, was irgendwie deine Gehirnzellen anstrengt. Was machst du? Ach, machst du Archäologie. Und dann habe ich halt Nacht-Archäologie durchgezogen. Da habe ich meinen Schlafrhythmus komplett verschoben gehabt. Dann dachte ich mir, komm, Archäologie, das ist jetzt genau das Richtige. Was müssen wir denn da? Hirschsteaks müssen wir noch besorgen. Ah, auf der Karte werden mir die angezeigt. Bergbau. Schau mal, ich habe alle fertig. Ja, ich brauche nur noch 3. Ja, dann werde ich hier hinten fertig. Okay, dann haue ich schon mal die Mobs hier weg, dass wir wieder rauskommen aus diesem Loch. Ah, fertig. Wunderbar. Wobei die Achievement-Sachen gehen meistens, das Mount Farm, das kostet halt die Zeit, ne? Jetzt diese Inseln, wie viele tausend Inseln ich jetzt halt gelaufen bin, um diese Mounts zu farmen, das ist halt die Geschichte. Ja, stimmt. Ich versuche auch Mounts abzufarmen in so Inis wie Karazhan oder so Gurub, aber es droppt einfach nichts. Deswegen, bis ich da mal an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe nichts mehr zu tun und gehe dann aufs Golddings, ne? Außer es ist halt sowas nebenbei. Was ich halt lang immer mitgemacht habe, sind so Goldsachen mit Berufen, ne? Aber das ist eigentlich in Legion schon eingeschlafen. Ich hatte das in WoD, hatte ich jeden Beruf quasi noch auf verschiedenen Servern auch gebastelt. Da habe ich immer Sachen verkauft. Da konntest du ja immer dieses Grund-Item herstellen, die Upgrade-Items. Und die haben sich eigentlich immer verkauft, weil mit jedem Add-on kamen wieder neue Upgrade-Items dazu. Und da hast du eigentlich immer ganz gut Kohle gemacht, ne? Aber irgendwie in Legion war das schon,
weiß ich nicht, hast du da kaum mehr Gold drüber gemacht? Und jetzt im BFA, weiß ich nicht, ich spiele, also ich habe jeden Beruf ganz am Anfang vom Addon fürs Achievement auf Max gehauen, ne? Da hätte man vielleicht auch dann am Anfang noch ein bisschen Kohle machen können, aber es war nicht so wirklich dabei, wo ich sage, okay, das stelle ich jetzt einfach her und habe dann schnell gut Gold gemacht, ne? Das weiß ich nicht, da war eigentlich nichts so richtig dabei. Vielleicht ist das ja bei euch anders, aber irgendwie bin ich da auf nichts gekommen. Ich habe hier schon zwei Hirsche, ne? Weißt du, die mitmachen willst. Da vorne sind ein paar Elite-Gegner, lieber nicht hinlaufen. Ja, die habe ich auch schon im Gang. Du hast ja natürlich den einzigen Mob, den wir nicht brauchen, gepult, hier diesen komischen Wolf. Den bin ich extra umgangen. Finde ich ein bisschen schade, ne? Also, dass du dahingehend jetzt nicht so viele Items drin hast. Das war eigentlich immer eine coole Sache mit Berufen. Berufe sind gerade irgendwie nicht wirklich sinnvoll und nützlich. Und mit Gold ist es auch eher so, dass ich kleinere Beträge mache, aber bis jetzt das meiste im BFA gesammelt habe, weil ich Legion und Draenor nicht so ganz aktiv war. Aber wirst du wahrscheinlich auch nicht so viel Gold an sich haben, ne? Wenn du in den Addons nicht... Das waren ja eigentlich die Gold-Addons quasi beide. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist es genau gegenläufig. Ich habe nicht mal 1 Million gehabt, als ich mit BFA angefangen habe. Jetzt habe ich das BFA-Mount, den hier, den habe ich mir erspielt und habe nochmal das gleiche an Gold etwa. Aber jetzt würde mich interessieren, worüber du dein Gold dann hauptsächlich gemacht hast. Ja, das weiß ich auch nicht. Gut, das ist wahrscheinlich auch viel Passivgold, ne? Was ich halt auch mit vielen Chars gemacht habe, einfach so Passivzeug bekommen. Ne? Also ich habe mal bei meinem Paladin die Statistik mir angeguckt, mit meinem Main-Paladin, der hat das meiste, allermeiste aus dem Auktionshaus gemacht. Ich beobachte einfach ein bisschen den Markt und kaufe, verkaufe ein bisschen und stelle das rein, was gebraucht wird. Und ich klaue sozusagen das Geld aus dem System, was du meintest, das ist nicht neues Gold. Ne? Genau, das ist nicht neu generiert, das ist halt einfach quasi... ja, wobei damit wird sogar Gold eher rausgenommen, weil wenn du ein Gut einkaufst und wieder verkaufst, dann werden ja quasi zweimal die Auktionshausgebühren quasi ins Nichts wieder zurück ins System gehauen, oder aus dem System rausgehauen, besser gesagt. Weil du hast ja jedes Mal diese Auktion, 5% sind es, glaube ich, vom Verkaufswert, ne? Ich bin schon fertig mit den Hirschen, hast du die auch? Ja, stimmt. Ja, okay, wunderbar, dann können wir ja zurück. Sprich, da gehen ja jedes Mal 5% raus. Und wenn es große Sachen sind, ne, dann sind 5% ja auch schon mal schnell viel Gold, ne, was da auch rausgehen. Also am Anfang ging ganz gut der Himmelsgolem. Ne, damit habe ich ganz gut Geld gemacht. Weil lebendiger Stahl war recht wenig, also an Anschaffungskosten. Und dann brauchtest du nur noch das von Inji, das, was du jeden Tag hier erstellst. Und dann jedes Mal den reingestellt, wenn du ihn hast. Also 30.000 hat es dich gekostet und 100.000 oder so hast du Gewinn gemacht mit einem. Was? So eine Riesen... warte mal, was für ein Server spielst du nochmal hier? Maligos, also, oder? Nee, Mal'Ganis ist mein Server. Mal'Ganis, irgendwas mit M. Also da waren die Himmelskolumnen am Anfang vom BFA 230.000 teuer. Was? Mittlerweile nur noch, weiß ich nicht, 80 oder 90. Weißt du, Antonie, das sehe ich auch im Nehmen. Ich nutze ja ganz gerne diesen Seite... Ja, die Undermine Journal, ne? Da kann ich ja von allen Servern gucken, wie sind die Preise, ist mein Server da außergewöhnlich teuer oder billig. Da nutze ich dann immer das, was extrem abweicht von anderen Servern, was viel mehr gebraucht wird bei mir, dann setze ich das rein. Krass. Versuch's zumindest. Achso, warte mal, hier haben wir wieder so ein Flugding, wollen wir das mal klicken, hast du das auch? Ja, aber warte mal, ich hab da noch eine Quest. Nö, ich hab jetzt alles fertig hier. Hast du denn noch eine Quest? Hier drin hatte ich noch eine. So, dafür machen? Jetzt habe ich den dritten Punkt Außenposten von Soramgar abgeschlossen. Ja genau, das hatte ich auch. Achso, die hast du abgegeben. Okay. Ja, dann können wir loslegen. Gut. Und was hattest du sonst noch so gemacht, um an Gold zu kommen? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir einfach dieses Ziel gesetzt, BFA habe ich gesehen, ich habe das Mount gesehen und dachte mir, jetzt mache ich mal Gold. Ich habe auch viele Twinks und irgendwie sammelt sich das dann doch, ne? Ich schicke alles, was ich habe, in meinen einen Parler, alle Mets, alles Gold und keine Ahnung. Also
Ich habe, denke ich mal, auch viele so nebenbei gemacht, wo ich gar nicht bewusst bin. Ich mache ja viele Inseln und am Anfang hat sich ja dieses Inseltransmog gut verkauft, die Pets so. Aber mittlerweile kannst du das Zeug ja auch vergessen. Das war die ersten 2 Monate vielleicht interessant, wo Also du dann auch ganz gut was bekommen hast. was bei mir noch ist, ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt jetzt in BFA und habe dann vielleicht durch mein Zeitinvestment auch ein bisschen Gold rausgekriegt. Und ich habe auch noch ein bisschen das ausgenutzt mit diesem AFK-Insel-Dingen, was du auch mal erwähnt hattest. Das lief ja eine Woche lang oder so. Da habe ich das sofort ausgenutzt. Ja klar, warum nicht? Und dann habe ich die ganzen Sachen jetzt teilweise immer noch auf Halde und stelle die immer rein. Ne? So ein, zwei Postfächer kommen immer zurück und dann stelle ich es wieder rein und irgendwann wird immer was verkauft. Gut, das mache ich nebenbei auch, ja, aber da habe ich jetzt gar nicht so den Überblick, was ich da wie gemacht habe. Ein bisschen mehr Gold wird es immer. Wobei sich's bei mir, also bei meinem einen Char in der Waage gehalten hat, bei meinem Hordenchar habe ich es ganz gut gesehen, mit dem habe ich ja geradet. Was an Flask, Pots und so an Kohle rausging, kam meistens ein bisschen mehr wieder über diese ganzen Nebensachen rein eigentlich. Da hat sich's ganz gut die Waage gehalten, dass ich immer so eine bei einer Mille war quasi. Gefarmt habe ich auch schon manchmal. Also ich habe ein, zwei Twinks mal auch so durch 110 bis 120 gezogen, dass ich zwei Accounts wie du habe, den einen immer aufsattel auf den anderen Char und dann zweimal alles auflote. Ah, ja Funktioniert gut. auch. Multiboxing-Kurs für Anfänger. Gut, aber das sagen ja die meisten, wenn du anfängst, Kräuter oder irgendwas zu sammeln, dann musst du eigentlich schon fast Multiboxen, dass sich's rentiert, ne? Weil du hast denselben Zeitinvest, aber quasi das X-fache dann, je nachdem wie viel Chars du halt hast, an Dings. Hier müssen wir gleich die Mobs umklopfen. Ja, aber das Gute war auch, wie du es immer gerne machst, zwei Sachen mit einer, mit einem Punkt sofort erschlagen, ne? Leveln und Geld machen Klar. mit zwei Chars direkt. Sehr praktisch. Ach so, hast du dann die Low-Mats oder was? Oder hast du Ne, von 100... normal Pflanzen von BFA, aber mit 110 sofort immer die Quests mit angenommen und dann steigert sich das, was du mal aufhebst, recht schnell, ne? Also du brauchst immer die Stufen 2 und 3. Dann sammelst du recht viel Metz immer auf, also Pflanzen. Aber mittlerweile sind die Preise so gedroppt, weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Ich glaube, die haben das auch mal ein bisschen günstiger gemacht, so wie ich das gesehen habe, ne? Also, dass du irgendwie weniger was brauchst, aber ich bin da bei eigentlich überhaupt nicht drin. Irgendwie, also, weiß ich nicht. Das Problem vielleicht bei mir ist auch so ein bisschen, dass ich zu verwöhnt bin und es halt nicht einsehe, Kräuter sammeln zu gehen, weil es mir halt einfach zu wenig Gold bringt für einen Stundenlohn, ne? Ich vergleiche es halt immer mit alten Sachen, was du eigentlich nicht machen darfst, ne? Also, ich will eigentlich ungern was machen, was ich nur mache, um Gold zu farmen, was unter 100.000 die Stunde bringt. Und es gibt Mit BFA wahrscheinlich. gibt es das nicht. Ja, das ist das Problem, deswegen mache ich es nicht, ne? Ich hoffe, Ich dass achte vielleicht auf sowas sowas wieder nicht. kommen Ich wird. bin über kleine Beträge froh und ja. Deswegen Bergbau und Kräutern und gleichzeitig dann immer gesammelt. Ach shit, ich muss hier wieder was aufsammeln. Das sind diese Erdhaufen, die man echt schlecht sieht. Weil die Sachen, die ich halt mir kaufen will, ne, halt so diese Kartenspieldinger, da bist du bei Goldcap schnell dabei. Und bis du da mit Kleckerbeträgen hochkommst, dauert's halt schon. Also wenn ich mich aktiv hinhocken will und sage, okay, ich habe sonst, gut, wenn ich sonst nichts zu tun hätte, dann würde ich auch andere sein, Mann. Aber ich will jetzt aktiv das machen, bevor ich halt irgendwas anderes farm, um mir jetzt so einen Mount kaufen zu können, dann muss das schon sehr, sehr effektiv sein, dass es in einer absehbaren Zeit zu holen ist. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache 10k die Stunde, ja, oder 20k die Stunde, ja, und ich will aber auf 10 Millionen kommen, ne? Sagen wir mal, 20, ich mache 20k die Stunde mit Kräutern. Ich weiß nicht, ob das geht. Habe ich jetzt 10 Millionen? Ja. 50 Stunden? Das wird sogar noch gehen, oder? Habe ich mir jetzt verrechnet. Wobei, 50 Stunden ist jetzt auch nicht so wenig. Nee, 10 Millionen, ne? Geteilt durch 20.000. Nee, 500. Das sind 500 Stunden, ne? Bis du Dings hast. Bis zu 500 Stunden. Ich wollte gerade sagen, 10 Millionen. Gut, das sind 20 Tage. Fast 21 Tage pure Spielzeit. Ich weiß nicht, das kriegst du einfach nicht hin, ja? Wenn du rennst, du farmst halt am Tag 3 Stunden oder so, wo ich dann halt auch schon nicht mehr so viel anderes machen könnte, das wäre halt ziemlich absurd.
Ja, das hatte ich nämlich mir überlegt. Ich hatte mir ja das Rezept jetzt gefarmt und mir den selber zusammengebaut mit meinem Hordenschar. Und am Anfang war der ja noch eine Million wert, ne? Und ich dachte mir, eigentlich jetzt hast du das Mount selber, jetzt könntest du das ja ein paar Mal farmen. Leute, was wir machen? Ich habe ja jetzt das Rezept und ich müsste ja bloß noch durch Dungeon durch, ne? Ich glaube, ich versuche danach mal mit meinem Char mal einfach ein, zwei Stunden lang nur die Instanz durchzulaufen. Ich kann es ja immer wieder resetten und schauen, wie viel Mats ich zusammenkriege und wie lange es dauern würde, nur die Mats zu farmen für ein neues Mount, ob sich das lohnt. Aber ich denke mal, in 2 Stunden hast du die Mats nicht zusammen, oder? Weil das wäre auch noch eine Sache, aber das kannst du dann wieder auch nur auf dem einen Server verticken. Also das Ingi-Mount, das könnte sich vielleicht sogar rentieren. Tja, jetzt sind hier keine Erdhaufen mehr, ne? Oder? Ich sehe keine mehr. Ach doch, da war noch einer. Die siehst halt echt schlecht, ne? Die leuchten halt nicht. Ah, da haben wir noch einen Erdhaufen. Schau, bei solchen Quests werden deine Groupmates deine schlimmsten Feinde. Ja, musst du gucken. Ellbogen ausfahren und... Ach doch, warum leuchtet denn jetzt der Haufen, aber der hier nicht? Kann man auch nicht verstehen. Okay, du kannst alle Haufen haben, ich hab dann alle. Ja, danke. Ja, jetzt sehe ich ihn ganz hinten. Irgendwie da weit weg. Ja, weit weg leuchten die irgendwie. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, warum. Neigung der Kamera ist da, glaube ich, ausschlaggebend. Ja, wenn du oben drauf guckst, leuchtet es nicht mehr. Das dürfte aber eigentlich auch nicht sein. Meinst du, in 2 Stunden könntest du einen zusammenkriegen? Ja, könnte sein. Aber als die noch. Weißt du, eigentlich war ich dumm, als die Dinger noch 1 Million wert waren, ne? Hast ja den gleichen Zeitinvest gehabt. Und da wäre es halt clever gewesen. Du müsstest, also wenn du eine gute Gruppe hast, die das mit dir mitmacht, aber das Problem ist, das Zeug kann ja immer nur einer looten, dann bräuchtest du halt 5 andere Leute, die einfach nur aus Jux und Tollerei damit laufen, oder 4 andere außer dir, ne? Und das ist halt auch schon wieder dumm. Ich bin Stufe 60. Jetzt ist er nur noch 250 bis 300.000 wert. Was denn? Der Mecha-Mogul MK2. Ja, das ist echt blöd, ne? Bei mir auf dem Server ist ja sogar nur 188k drin. Es geht immer weiter runter. Jetzt haben wir wahrscheinlich viele Leute das Rezept, farmen das halt wie die Blöden und dann wird es halt günstiger, ne? Weil der ist ja lange Zeit, ist der ja nicht runtergegangen. Aber lange Zeit war der echt auf 1 Mille Gold. Und aber auf so kleinen Servern ist der immer noch auf 1 Million Gold. Du hast ja den gleichen Zeitaufwand auf einem kleinen als auf einem großen Server. Das Problem ist, mein Druid, der das Rezept hat, der ist halt auf Blackmore, ne? Und Blackmore ist halt einer der größten deutschen Server. Das ist halt echt kacke an der Stelle. Man sieht auch auf der Internetseite, dass zwischen März und April irgendwie die Zahlen sich verdreifacht haben an Mecha-Moguls im Umlauf. Und so sinkt auch dann der Preis so schlagartig. Mhm. Also wenn du noch ein bisschen wartest, wird er noch billiger. Ja, gut, ich... Wenn deswegen... du damit Geld machen willst, musst du so schnell wie möglich losgehen. Ja, das ist echt, der Zug ist schon abgefahren. Glaube ich auch. Ich werde es dennoch mal versuchen, wie schnell du das zusammenfarmen kannst. Das wäre vielleicht mal so eine Idee. Vielleicht nachdem ich hier das Levelprojekt fertig habe, da könnten wir das mal machen. Müssen wir mal schauen. Ja, aber so viele andere Sachen wüsste ich gar nicht. Was ich jetzt gesehen habe, es gibt einige Leute, die verkaufen quasi Curve im neuen Raid, ne? Ich habe am Anfang gesehen, in der ersten Woche 200 kamen, die das verkauft. Haben teilweise so 5 Leute mitgezogen, ne? Waren irgendwie eine ich weiß nicht, ob es eine 20-Mann, 15, sagen wir jetzt mal eine 20-Mann-Gruppe, ne? Oder irgendwas, sagen wir mal so 16, 17, 18. So, nehmen wir einfach mal 18, ne? Die haben quasi 200k haben die, glaube ich, verlangt. Mal 5 Leute haben die gezogen. Das ist 1 Million Gold, ne? Das teilst du durch 18. Kriegt jeder 55k für einen Run. Was haben die gebraucht? Die haben nur den Endboss, glaube ich, gesellt, ne? Sagen wir eine Viertelstunde, bis du die Leute voll hast. Ja, Viertelstunde, wenn du schnell bist, geht's in der Viertelstunde. Kannst du es 4-mal die Stunde machen, bis bei 222k. Hat sich rentiert, kannst du aber halt wahrscheinlich so teuer nur in der ersten Woche anbieten. Und, ja, hast halt eine Woche quasi, wo du das machen kannst. Und Curve kauft noch einige tatsächlich mittlerweile. Ja, dann viel leichter tust du in Gruppen auch reinzukommen und alles, ne? Ja, also sowas lohnt sich halt auch immer, wenn ein neuer Raid rauskommt. Wenn du eine gute Mythic-Raid-Gilde bist, verkaufst du halt den Endboss im HC. Ne, kannst du gut Kohle mitmachen. Solche Sachen sind zum Beispiel interessant. Aber das ist halt immer nur
sehr, sehr zeitlich begrenzt. Und temporäre Sachen sind halt leider immer ein bisschen blöd, um langfristig Gold zu farmen, weil das halt, wie gesagt, nur eine gewisse Zeit lang machen kannst. Das ist halt immer ein wenig. Da musst du dann halt eigentlich mal zuschlagen, ne, bei solchen Geschichten. Neue Patche bieten immer sowas an. Auch interessant sind dann irgendwelche Berufsänderungen. Eigentlich muss man immer schauen auf dem PTR, gucken, okay, was ändert sich bei einem Beruf? Kommt vielleicht irgendein neuer Gem raus? Kaufe ich halt vorher schon mal die Erze auf, wo man dann das Zeug rausbekommt und solche Geschichten. Sowas ist immer interessant, ne? Dass man guckt, um Gold zu generieren. Aber da ich in Berufen jetzt auch nicht mehr drin war, habe ich die letzten Patches auch nicht mehr geguckt. Ne? Früher war das immer noch, da habe ich sehr viel mit Berufen gemacht, da war ich eigentlich in jedem Beruf noch mit drin gesteckt und da habe ich sowas auch mehr geguckt. Okay, ändert sich jetzt dies, das. Hab teilweise, war auch groß im AHA unterwegs, ne? Märkte resettet, hab geschaut, dass ich zum Beispiel alle Splitter aufkaufe und solche Geschichten gemacht. Habe ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr. Ne? Also vor allem, wenn man sowas macht, sollte man auch die Handelsketten kennen oder die Herstellketten sollte man da kennen und man sollte sich auch einigermaßen sicher sein, dass man weiß, was man tut. Weil jeder, der so ein Zeug schon mal gemacht hat, ist mit Sicherheit irgendwo schon mal auf die Schnauze gefallen. Also ich bin auch schon, habe auch schon für damals mehrere hunderttausend, als 100.000 noch viel Gold waren, habe ich Märkte aufgekauft und Talente setzen. Ja, danke dir. Hab einen bestimmten Markt aufgekauft und hab's dann aber bitterlichst bereut, weil ich damit auf die Schnauze gefallen bin. Ne? Und das muss einem halt auch immer klar sein, dass das passieren kann. Ne? Und ja, das ist immer so eine Geschichte. Also mit dem Dunkelmondmarkt habe ich auch ein bisschen Geld verdient. Ja. Auch von deinem Tipp hier mit diesen Marken da sammeln. Ne? Mit vielen Swings kannst du ja auch schnell die Marken zusammen farmen. Und jetzt kriegst du ja auch jede Menge von diesen Items, die du ja auch ins Auktionshaus stellen kannst. Warum killen die uns hier so schnell? Fuck, wir müssen irgendeinen Sprengstoff verwenden. Ich glaube, wir müssen da von oben runterschießen, oder? Ich glaube, das ist nicht so gedacht, wie ich das jetzt gemacht habe, da ins Lager reinzureiten. Lauf da mal wieder raus, wir müssen da irgendwas anderes machen. Warte mal, ich kann dich retten, wenn ich es überlebe. Jo, ich bin out of fight. Wunderbar. Also damit habe ich auch einiges an Geld gemacht. Bestimmt über 1 Million, als ich 30 oder weiß nicht, 35 diese Items da hatte. Diese Transmog T0,5 oder was das ist. Ja. Weißt du, ich habe selber diesen Tipp gegeben, habe das auch eine Weile ein bisschen gemacht, ne? Hab auch nicht schlecht Kohle mitgemacht, aber war dann zu faul, das weiterzumachen. Ne? Das ist sowas, das Problem ist bei mir, ist gar nicht, dass ich jetzt die Sachen nicht kennen würde. Ich mache selber darüber Videos, bin dann aber zu faul, das weiterzumachen und lass mir dann einen Haufen Gold durch den Lappen gehen. Ne? Auch mit diesem Voldun, dieses Item da dir zu farmen, ne? Wenn du 3 Sachen zusammenbaust. Mhm. Und dir dieses Pad dann holst. Das war auch am Anfang viel wert. Jetzt ist es natürlich auch durch die Menge. Jetzt kannst du es vergessen. Das habe ich am Anfang, weil ich auch zu faul für. Da ist dein Server, aber Anthony, das ist auch wieder scheiße. Ne? Du brauchst total kacke, weil da ging das so schnell ein Bach runter, das Toy. Das kannst du echt vergessen. Wir müssen hier irgendwas einsetzen, glaube ich, um da runter zu schießen. Kann das sein oder liege ich da falsch? Also ich habe hier irgendeinen Wagen angeschossen. Und dann ja, den habe ich auch kaputt gemacht. Lass erstmal die andere Quest da drüben machen und ich lese mir das mal so ein bisschen durch. Warte mal, das ist eine falsche Quest. Wir müssen uns irgendwo melden. Schwarze Grotte, irgendeine Wasserkugel. Naja, wir machen da erstmal die andere Quest, dann können wir ja gucken, was wir da machen müssen. Dahinter. Das ist Nummer 1. Warte mal, das ist die hier. Sprengstoff verwendet. Aber haben wir den Sprengstoff im Inventar? Also ich habe einen Sprengstoff eingesetzt auf diesen Wagen, der neben dem Questgeber war. Und dann war der Wagen weg. Genau, das hatte ich auch. Aber ich habe jetzt keinen Sprengstoff im Inventar. Vielleicht musst du den Sprengstoff irgendwo einsammeln. Sind wir hier? Wir müssen da, glaube ich, da hochlaufen, oder? Ich weiß nicht, wir sind irgendwie so halbrichtig, glaube ich, hier nur. Ich gehe mal auf Follow und gebe mal die Quest ein im Internet. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht... Ah doch, wir müssen hier rein, passt. Mach das mal. Ich guide dich hier durch. Stimmung. Soll die hier töten? Nee. Ich glaube, wir sind hier richtig in der Dings.
Ah, nein, wir müssen hier wieder was einsammeln. Ich sehe das schon kommen. Oh, ich halte dich mal lieber. Oh, Nein, nicht. meine Hand auf Link geht nicht mehr durch. Fuck. Du machst die Mobs schon down, oder? Hier. Welche Ja, warte mal, ich Protection pausiere war mal da? das Video lieber. Shit. Bleib Naja, da, ich komm schon. meine Hand auf Link ging nicht mehr durch. So ein Dreck aber auch. Ja, das müsste ich schaffen. Naja, du. Wunderbar. Wenigstens ein Kompetenter hier. Warte, soll ich dich retten oder nicht? Ne? Nee, Nee, geht ja retz mich nicht. mal bitte. Ich keine Ahnung, ich habe keine Lust zum Laufen. Also, der fliegt mit irgendeinem so Greifen. Also mit so. Ach, wir müssen zum Flugmeister und der lässt uns da rumfliegen und dann können wir mit Bomben runterschießen. Ah, okay, ich dachte mir schon irgendwie sowas, dass du irgendwas einsetzen musst, weil die Mobs viel zu stark sind. Und es auch nicht angezeigt wurde, dass du sie killen musst, ne? Das meistens so ein Zeichen, dass man irgendwas fatal Falsches macht. Was mir jetzt hier bloß eine Aufsammelquest? Na gut, ja, gibt's gar nichts zum Aufsammeln. Hier in der Ecke wieder. Meins? Die könnten das aber wenigstens auch droppen, die Viecher, oder? So Schatullen? Ja, warum nicht? Wir müssen halt den ganzen ganze Hülle ja ausrotten. Aber noch bringt alles EP, ne? Also noch sieht's gut aus. Wahrscheinlich erst, wenn wir 61 sind, dann ist wahrscheinlich vorbei hier. Ich hoffe, dass wir bis dahin durch sind. Drückt uns mal die Daumen, dass das klappt. Warte, wie kommen wir denn darüber jetzt? Ah, da hinten ist eine Brücke, okay. Und da liegt noch eine Schatulle, meins. Ah, diesen Höhlenaufbau habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Nee, ich wollte es gerade sagen, ne? Ich weiß nicht, hier war ich glaube ich noch nie Ich drin glaube, in bei der Höhle. Draenor gibt es so. Ne, Draenor, bei den Draenei gibt es so eine Höhle. Und im Winterquell, glaube ich. Trainer. Ewigkeiten her. Achso, da oben, wir haben Holzsturmfeste. Da gibt es auf jeden Fall so eine. Ja, das ist klar. Da ist ja quasi die ihre Heimat. Wie viele Unterteile haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei. Aber irgendwie haben wir da so ein Zwischending. Dämonische Verteidigung. Splitterpost. Aber den Splitterposten waren wir doch, oder? Waren wir da nicht vorhin? Ja. Vielleicht müssen wir da nachher nochmal hin. Waren da nicht irgendwelche Kisten gelegen vorhin? Oder hast du die schon wieder alle im Combat weggelootet? Weiß nicht, was du meinst. Das ist echt schlimm mit dem Typen. Weißt du, du bist selber Tank, alle Mobs hängen an dir. Er ist Heiler, lootet alles weg. Ich merk's halt nicht mal, ne? Schlimm. Ist da hinten da irgendwas? Die ist halt echt groß, die Höhle, ne? Er schaut, er stunt die Mobs ganz ein cleverer. Lootet hier weg. Ich hab die Aggro und dann, ne? Na gut. Wie viel brauchst du denn noch von den Dingern? Weniger als du. Also ich meine, sorry, du brauchst nur noch weniger. Ja, ich brauche jetzt noch zwei Stück. Das Ich sieht man, brauch oder? Wie drei. viele? Mal, du droppst Okay. hier ganz schön. Mach mal Hand auflegen gleich. Ja, hab Genau. schon. Ich habe Hand auf Leben. Eigentlich könnte ich Hand auf Leben hier drauf. Diese blöden Heiltränke kannst du halt auch vergessen. Warte, bist du nicht komischer Heiler? Warum heißt du mich dann eigentlich Ich nicht? mach doch voll. Ich Aber hab ich es nicht hilft viel. nicht. Einmal voll machen, bitte, ne? Er pullt hier wieder alles. Ja, ich glaube, es geht halt schneller, wenn wir gleich alles wegpullen, weil sonst gehst du eh wieder her und lootest ja alles weg und ich schaue in die Röhre. Aber ich bin fertig. Brauch noch zwei. Du brauchst eine Way, wie Ja, kann das da ich sein? sehe welche. Da ist noch einer und da unten ist auch noch eins. Was ist das denn für ein Boss da links? Brauchen wir den? Warte Nö, mal, hier ist soweit noch eine ich. Quest hier in der Höhle. Ah. Wo ist denn die? Ach, das ist der Typ im Käfig, ja, jetzt. Der lässt uns hoffentlich den Typen da hinten töten. Und jetzt, was will er? Bringt irgendwas? Nö, der läuft hier einfach nur raus, ne? Lightquest? Ja, so eine Begleitquest. Hast du die auch gekriegt? Ja, hast du Okay. geteilt. So, wenigstens klappt das. Nö, den müssen wir nicht töten. Wahrscheinlich Braucht müssen der wir in den Hart vielleicht nochmal was? rein. Spekulieren wir mal. Sollen wir einfach mal. Mal töten. Ich hätte ihn auch weiterlaufen lassen können, das wäre vielleicht cleverer gewesen.
Auch nicht, dass er dann abbricht. Und dann, meistens, wenn du so Begleitquests verkackst, dann dauert es mir ewig lang, bis sie nachspawnen. Da habe ich noch so aus Burning Crusade. Ne, hätte ja sein können, dass er eine Quest droppt. Manchmal ist es so. Quest droppen, aber den anscheinend. Aber den braucht man irgendwann für eine Quest, ne? Der hat ein Aufrufezeichen drauf. Ja. Weißt du, was ich nicht. Was ich hasse, wie nochmal was, wenn du in irgendeine Höhle rein musst. So wie hier, Sachen aufsammeln musst und danach noch eine Quest kriegst, ja, geh doch da nochmal rein. Denke ich mir, komm, ich lauf dahin, kannst du mir nicht beim ersten Mal gleich beide Quests geben? Wahrscheinlich wird's so laufen, schätze ich jetzt mal ganz grob. Ach, ich wollte gerade sagen, hast du ein X drauf gemacht, perfekt. Lass gleich mal vorne die Mobs weghauen, dann stoppt er nicht jedes Mal wieder. Ja, der rannte jetzt schon wieder zu dir. Ach, da spawnen auch welche. Oh, jo. Schau mal an. Aber eins sage ich dir, effizient ist es mit dem Questen wirklich nicht. Oder, also... Nee, gar nicht. Also, da wären wir jetzt schon 65 oder so mit Inis. Ach ja. Außer ich habe natürlich jetzt genau immer die Dinger erwischt, die halt beschissen sind. Ne? Aber jetzt auch zu zweit, wo wir questen, nehmen wir uns ja jetzt nicht so viel weg. Also wir hatten jetzt noch keine Situation, wo wir ewig aufgehalten wurden bei so Loot-Sachen. Na komm, raus hier. Ich glaube, den müssen wir auch noch köten. Wann kriegst du deine neue Internetverbindung? Oder hast du die schon? Nee, die krieg ich in 2 Monaten, oder? Oder wann ist irgendwie 7.6.? Eineinhalb. Was? 1,5 Monaten? Mal gucken, ja. Im Moment geht's ja mit meinem Internet, ne? Aber ich hatte ja so extreme Schwankungen. Mal gucken, warum wachse. Nur so, weil ich weiß nicht, ob es bei mir kurz so war, dein Server oder dein Livestream war auf Offline, dann habe ich kurz aktualisiert, dann ging's wieder. Okay. Kann auch an meiner Verbindung gelegen haben. Im Moment wird es mir als grün angezeigt und das heult jetzt keiner rum, dass es ewig scheiße ist, aber ja. Ich, ganz früher konnte ich halt mal 11k oder so auch streamen. Jetzt habe ich es jetzt irgendwo auf 4,5 umgestellt, weil es. Und damit hat es teilweise an manchen Tagen schon Probleme gegeben. Und ich hoffe halt, wenn ich es wieder über DSL habe, dass es dann besser ist, ne? Kann natürlich auch der gegenteilige Effekt eintreten, dass es dann beschissener ist. Das weiß man leider vorher immer nicht. Ach komm, der läuft jetzt aber nicht komplett ins Lager zurück, oder? Eilig hat er es nicht. Wir hatten da vorher schon mal so eine Slow-Motion-Quest. Also, Leute, ne? Für die, die mir immer erzählen, dass Questen besser als Dungeons ist. Also, wenn dann, kennt ihr alle Quests auswendig und lasst sowas komplett aus, ja? Aber, komm, ich mach dir ein ganzes Dungeon in der Zeit, wo der Typ aus dem komischen, aus der Höhle rausläuft, bis hier runter. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass Questen da schneller ist. Oder wir beide stellen uns so dumm an, ja? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich mach das ja jetzt hier bloß, um das Achievement fertig zu kriegen, ne? Aber, also effizient, da sind wir weit weg. Der läuft halt wirklich den kompletten Weg zurück, ne? Was für eine Leitung hast du? Im Moment habe ich eine 100k-Leitung. Aber die ist halt leider sehr schwankend. Im Moment ist er einigermaßen stabil, ne? Da kann ich jetzt nicht motzen. Aber ich habe halt schon Wochen gehabt, da ging halt fast gar nichts. Jedes Mal der Stream nach ein paar Minuten abgekackt und das war halt sehr ärgerlich. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt vom Kabel quasi wegzugehen und wieder zurück zu der Telefonleitung, also über DSL zu gehen. Gucken, ob das eine gute Entscheidung ist. Wird aber jetzt nur 1,5 Monate dauern, bis ich da aus dem Vertrag raus bin und dann switchen kann quasi. Genau. Läuft halt wirklich da komplett, ne? Jetzt, hey. Nice. Fertig. Dann können wir ja den Mist mit dem Flugmeister noch machen.
Eigentlich, wo dann noch mehr Lager sein sollen, ne? Weil eigentlich. Na, mal schauen, werden wir halt sehen. Ich weiß, hier rechts unter uns ist noch, oder rechts von uns ist irgendwo so ein Berg mit so einem Elementar, war da noch was? Alles schon ein paar Jahre her. Stimmt, den habe ich beim Rüberfliegen schon mal gesehen. So, wo ist jetzt der Flugtypi? Nein. Meintest du, er ist zum Flugtypen gegangen? Genau. Vielleicht der oben? Beim Postkasten? Der hier. Ah, vielleicht da, Genau. wo die Da Dinger sind. steht's. Ich Okay. soll Astrana bombardieren. Ja, machen wir das mal. Mal gucken, ob das für uns beide zählt. Willst wieder AFK gehen, ne? Nein! Überhaupt nicht. Ich doch nicht. Wie kommst du auf. Du weißt, was ich für eine Situation hatte? Ich war letztens in der Insel drin und halt mit dem Twink, der halt wahrscheinlich auch irgendwas mit Taylor hieß. Dann hat so einer geschrieben: Hä, wie kommst du denn, Taylor, dass du nicht AFKs und hier mitspielst? Ne? War ich halt voll am Mitspielen, ne? Und dann hab ich anscheinend einen erkannt und dann kann ich gleich so gefragt. Dann, oh, okay, alles klar. Ja, wenn du bei einer Schlacht um, weiß nicht, eine der beiden Küsten da bei mir wärst, dann würde ich dich sofort rausvoten, weil ich weiß, du gehst AFK. Manchmal spiele ich da halt schon mit, nur wenn ich halt auf dem anderen Bildschirm was anderes mache, ne, dann ditche ich da ein bisschen. Aber eigentlich ist es auch echt Latte, weil die Hälfte der Leute regelt das halt auch, ne? Ja, stimmt. Aber vor allem in Dings, eine Zeit lang war es in der Dunkelküste sogar gut, wenn ein paar AFK waren, weil wenn du da zu schnell warst, halt ist immer das Ding verbuggt. Weil da sind halt so schlaue Leute sofort nach vorne gelaufen. Und wollten sofort halt quasi durch und dann hat das Ding jedes Mal verbuggt und es ging gar nichts, wenn der Boss ist nicht erschienen. Weil die Ja, haben der ohne. fliegt jetzt nicht wirklich wieder zurück. Wir brauchen noch eine Kanone. Ich hoffe nicht. Nee, der macht nur einen extrem großen Kreis hier. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du, kein Wegen dem. Problem. Einfach immer rein. Im Endeffekt für Streamen ist ja auch unwichtig, was du an. Ja gut, ganz an Download ist nicht wichtig, ist auch nicht ganz unwichtig, aber du brauchst ja eigentlich Upload, ne? Und das ist ja meistens sehr, sehr viel weniger als der Download. Zum Beispiel, weiß jetzt nicht genau, wie viel es bei mir ist, aber normalerweise hast du so ein Zehntel in etwa, meistens sogar weniger, was du als Download hast, hast du als Upload. Ne? Und das Allerminimalste, was du brauchst zum Streamen, da hast du aber eine richtige Graffel-Ding, also ich kann das ja im OBS auch einstellen, sind eigentlich 3000, was man sagt. 3K quasi zum Uploaden. Du musst aber immer sehen, du brauchst ja nicht nur den Stream, der was uploadet, sondern die Spiele und so, die interagieren ja auch. Und alles, was du im Internet machst, geht ja auch immer ein paar Daten zurück. Also du musst das, was du als Upload hast, solltest du nicht als Maximum setzen, quasi, was du beim Stream drin hast. Du musst Druck immer noch ein Nummer bisschen was 2. freilassen, ja. Druckknopf Und. Nummer 2, dann fliegst du direkt zurück. Achso, ja, stimmt. Oh, ja. Hier. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Und dann musst du halt immer gucken, dass du am besten was freilassen. Eigentlich habe ich, glaube ich, so 10K auch Upload, ne? Aber im Moment habe ich jetzt 4500 eingestellt, weil das sonst immer echt rumspackt. Und ja, ich bin Leecher-König, das gebe ich gern zu und da stehe ich zu. Sodala. Du hast 250k Upload. Gut, so viel braucht kein Mensch. Ja? Ist natürlich schön zu haben, ne? Umso mehr, umso besser, klar. Aber brauchen tust du es natürlich nicht. Zumal du musst es auch so sehen, du darfst es auch nicht zu hoch einstellen, weil sonst es trotzdem bei den Leuten zu Lags führt, weil es halt dann die im Stream so eine gute Qualität ist. Ne? Nicht bei jeder Plattform kannst du es halt runterskalieren. Ja, dann lass mal weiterfliegen in das andere Lager, oder? Oder fliegst du da schon hin? Ich bin auf dem Weg. Okay, perfekt. Wir haben jetzt in den ganzen Lager nochmal Quests, dass wir da hin müssen. Ach so, ja Glaube, wir gut, haben du es brauchst jetzt es dann relativ halt. weit schon, das ist gut. Ja, wir sind in jedem Lager, haben wir jetzt wieder eine Quest, denn ich denke mal, da werden jetzt viele Queststränge auch zu Ende gehen. Hoffe ich zumindest mal. Wir sind jetzt bei 4 von 7, oder? 3 Stück brauchen wir noch. Ja. Mir ist aufgefallen, dieses Destillat der 10 Länder, diesen Trank, Ja. der ist bei mir irgendwie nicht stapelbar. Ist das
Ist das, weil der eine von Ali Seite kommt und der andere von der Warden Seite? Hast du auch mal das Phänomen beobachtet? Das hatte ich letztens, also der ist, also ich habe schon im Inventar Stapel, aber ich hatte letztens, da hatte ich anscheinend mit einem Twink, wo ich ewig nicht eingeloggt hatte, hatte ich noch einen alten und da gab es ja mal ein Problem, dass du die irgendwie stacken konntest und das Blizzard dir wieder gefixt hat. Und ich glaube, dass das nur einer war, bevor die es gefixt hat und da ich den im Postkasten habe, hat das irgendwie nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist es bei dir ja auch bei, doch, da ist eine Folge Quest, shit. Und es war erst vorgestern oder so, hatte ich das, dass ich quasi einen 5er, 8er Stack im Inventar hatte und dann nochmal ein einzelnes Ding zusätzlich. Dann wollte ich das draufschieben, dann hat es das aber getauscht, ne, weil das halt auch nicht stackbar war. Also. Genau, ich habe einen 9er Stack und einen 5er Stack gerade in der Tasche, deswegen. Und ich kann sie nicht zusammenlegen. Und der sagt mir auch, ich weiß nicht, welches Addon das ist, das sagt dir von allen Accounts wie die Anzahl dieser Tränke an. Und er sagt mir, von dem einen habe ich 58, von dem anderen habe ich 75. Also scheinbar Allianz und Horde getrennt, wenn ich das Also, so sehe. wenn dann ist es das oder es sind Prefix und Nachfix-Dinger. Weißt du, das könnte ich mir jetzt halt noch vorstellen, dass die dann irgendwie andere IDs haben. Aber es könnte Oh, natürlich Horde Ali sein, ne? hier sind wieder Unsichtbare. Nein. Musst du die Brille aufsetzen, oder? Nee, okay, achso, dann habe ich die Brille. Ah, damit klickst du die Brille weg. Aha. Ah, da, ja. Ich dachte mir schon, bin ich jetzt im smaragdgrünen Traum oder warum ist das hier so ein bisschen gedingst? Okay. Aber okay, ich verstehe so langsam das Konzept hier in der Zone. Du questest immer an einem Gebiet, im anderen, und dann musst du wieder zurück und kommst dann wieder weiter. Aber da wir jetzt, glaube ich, schon so gut wie jeder Dings waren, haben wir jetzt wahrscheinlich überall die Endquest. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ah, oh, shit, das ist hier ziemlich weitläufig, ne? Oh Da, ich nein, sehe du was bist. zum Aufsammeln. Ja, Schnell, komm, ich lass schnell. es dir. Ich geh gleich zum anderen. Eigentlich, wenn ich jetzt ein fieser Fettsack wäre, ne, dann würde ich dir den. Dann hätte ich dir den Bären gelassen, das Ding aufgesammelt und wer weiter. Hammer der Gerechtigkeit. Ja, natürlich, du kannst ihn stunnen, aber vielleicht. Boah, du kannst froh sein, dass ich kein Priest bin. Würde ich dich überall Naja. Ja, weggraben. das hatte ich letztens, wo ich das Achievement im Ding machen wollte, ne? Hier. Im Tigel, da ist ja beim Endboss das Achievement, dass du dich nicht bewegen darfst, wenn das Auge offen ist, ne? Eigentlich ein einfaches Personal Achievement, kann dir kein anderer verkacken, alles easy. Das Problem ist, ich war da drin, hab perfekt, und als Tank ist das echt kacke, weil du ja eigentlich die Bosse auseinanderziehen musst und dass du dich da nicht moven darfst, ist teilweise echt scheiße, weil die Bosse ja dann keinen Schaden kriegen, wenn die zusammenstehen, ne? Also als Tank ist das echt ätzend. Und dann habe ich das bis zum Ende mich nicht bewegt und am Ende zieht mich so ein dummer Priester, während das Auge offen ist, auseinander. Ja, ich hab beide Erfolge. Ich habe die le letztens nochmal angegangen und habe jetzt beides. Die sind Was hat beide jetzt bei dem einfach. Auge zum Erfolg geführt? Welche Takt? Tod Einfach sofort? nicht bewegen, wenn das Auge offen ist. Die haben das, also, manche meinten, die es ganz am Anfang gemacht haben, dass wenn die Leute, die gestorben sind, auch das Achievement bekommen haben. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe einen. Einmal habe ich einen Boss quasi gekillt. Da habe ich mich ganz am Anfang sterben lassen. Wirklich den ersten 10 Sekunden sterben lassen. Den ganzen Kampf nicht bewegt. Und ich habe das Achievement trotzdem nicht gekriegt. Und jetzt letztens war ich nochmal drin und habe einfach das halt runtergespielt. Ne? Mich immer nicht bewegt, wenn das Auge offen ist. Viele wissen nicht. Das Auge öffnet sich ja. Also das, was viele wissen, ist, das Auge öffnet sich quasi. Oh, ich habe eine Dropquest gekriegt. Komm mal her hier. Ich habe so einen Boss getötet, der eine Dropquest bringt. Ich mache dir eine Dings, einen Mark hin, wo er flackt. Komme. Ja, du Hier musst wieder bei. deine Brille aktivieren, dann siehst du wieder die Unsichtbare. Ah ja, stimmt. Bei Lila liegt da. Ich dachte mir schon, ich habe so einen Boss irgendwo. Ah, da ist einer. Was ich sagen wollte, viele wissen ja, wenn der auf 100% Energie geht, dann macht er das Auge auf, bis er wieder bei 30 Energie ist. Ne? Also eigentlich zwischen 95 Energie und 40 einfach nicht moven. Er macht aber auch sein Auge auf, wenn er die Phase switcht. Ne, und da darfst du dich auch nicht bewegen. Das haben, glaube ich, einige nicht so ganz gecheckt. Also, du musst eigentlich immer den Boss angucken oder dieses Auge angucken. Und dann geht, also der Erfolg geht halt. Ne? Viele meinen, er ist halt buggy hin und her, aber die haben wahrscheinlich sich einfach nur gemoved, als das Auge halt offen war, weil sie es nicht gecheckt haben. Dass er auch im Phasenswitch quasi sein Auge öffnet. Eigentlich ziemlich einfach. Und das erste Achievement ist auch ziemlich einfach. Ich mache aber, eigentlich wollte ich es heute machen, aber ich bin wieder nicht zugekommen. Ich mache morgen, muss ich mich mal hinsetzen. Dann mache ich mal ein Achievement Guide Video und dann kann ich euch das auch zeigen, wie es aussieht.
Und auch das vom ersten Boss, das habe ich gleich schon am ersten Tag gemacht, das Achievement. Ja, das mit dem Questen, das klappt halt überhaupt nicht. Vier Level genau in 2 Stunden gemacht. Da hätten wir halt das Dreifache jetzt fast schon, ne? Naja, egal, das Gebiet ziehen wir durch und dann machen wir halt Dings und gut ist, keine Ahnung. Mache ich das vielleicht mal mit dem anderen Char. Hast du mal PvP versucht? Leveln? Jetzt? Neuerdings? Im Neuerdings nicht. Es war eine Weile relativ gut, muss ich sagen. Ich meine, die haben mal in der Arena nochmal was gemacht. Das Problem ist, im Low Level gehen halt BGs nicht auf, ne? Das kannst du halt echt vergessen. Und da ist es halt echt abhängig, dass du gewinnst und oftmals ne, hast du halt ziemlich die Gammler in der Gruppe. Das ist die Geschichte. Aber prinzipiell ist PvP schon nicht schlecht. Vor allem, wenn du diese beiden Trinkets hast, ne? Dann geht es schon ganz gut ab. Hast du schon alles fertig? Mir fehlt nämlich nur einiges. 6 Assassinen, aber das Sammelzeugs habe ich fertig. Ah, hier Nee, ist noch vom Sa einer. ich brauche noch zwei von dem Sammelzeugs. Ah, da haben wir noch eines. Eins. Blöden Assassinen, echt. Also, wir haben, glaube ich, schon echt diese Gebiete ausgesucht, die schon richtig geile Quests drin haben, ne? Naja. Nee, mittlerweile fehlen mir nicht mehr viele Erfolge. Einer ist halt zum Beispiel noch, das den Char hier hochzuspielen, ne? Das meiste, was mir halt noch fehlt, sind jetzt halt 5 Mythic Kills. Quasi die 2 neuen Bosse plus die 3 letzten im Raid, ne? Wir hatten Warte, ja. warte, warte, komm zurück. Es kommt zurück. Ich muss die Brille jedes Mal wieder aktivieren, Hab das ist ich, so hab ich. Ich nervig. hab die Brille schon wieder So. aktiviert. Alles gut. So ganz nicht lernfähig bin ich dann auch nicht. Ich hatte noch einen Assassin, deswegen. Okay, also ich bin bei 9 und du? Auch jetzt 9. Okay, Dann ist die perfekt. Reichweite wohl weit. Perfekt. Perfekt. Was ich sagen wollte, wir waren ja im Raid bei Blockade, ne? 10% oder so hatten wir da, hat sich die aber aufgelöst. Ich habe blöderweise, wo in der Woche, wo ich den Mecha-Drill kill, eigentlich sollte ich den Mecha-Drill kill eine Woche schon davor bekommen. Das Problem, da war ich krank und habe gesagt, nee, komm, ich will jetzt nicht mitgehen. Und das bereue ich bis heute noch. Wär ich lieber krank mitgegangen, hätte den Kill noch geholt und jetzt habe ich den halt nicht. Das ist halt übelst ätzend, ne? Das Problem ist, weil 6 Kills haben halt die allermeisten Gilden, ne? Weil erst ab Mecha-Drill wird schwierig, dann hätte ich den Mecha-Drill-Kill zumindest noch gehabt. Und Blockade fast down, ist halt ätzend. Jetzt habe ich den halt nicht. Halt ätzend. Hätte die Gilde noch eine Woche länger gemacht, hätte ich die beiden Bosse halt noch, hätten mir nur Chainer gefehlt, ne? Naja. Blöd an der Geschichte. Aber gut, jetzt ist es so. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich überhaupt mir quasi in dem Content noch eine Gilde suche oder ob ich es halt einfach auf den nächsten Content warte, mir eine Gilde suche und dann das nachfahren, weil dann wird es halt easy. Es sind halt nur Mythic-Kills, ne? Dann soll es halt kein Problem sein, ob ich es so mache und derweil noch alles andere farm und dann es ganz gechillt mache. Mal schauen. Jetzt erstmal das eine noch abhaken hier mit dem Leveln und dann können wir ja weiter gucken, was ich dann noch so mache. Weil ich bin halt jetzt auch nicht so veranlagt, dass ich sage, ich muss immer unbedingt alles progressen, dass ich da vorne, dass da mein Ego von abhängt, weil das ist mir wurscht. Eigentlich mache ich es am liebsten so, dass ich die Sachen mache, die halt am effizientesten sind, ne? Und wenn ich jetzt Zeug machen kann und später Kills leichter holen kann, dann ist es auch nicht unbedingt verkehrt. Gut, das war jetzt wieder ein Queststrang. Schön, jetzt brauchen wir noch 2. Also es sieht so aus, ob es absehbar ist. Das ist wieder dieser Karawanenwagen, ne? Sehe ich gerade. Wenn halt bei den Quests auch angezeigt werden würden, das hier gehört zur Main-Story-Reihe, das wäre halt cool, ne? Wenn du das irgendwie sehen würdest. Es ist Sinn, warte mal, ich kann jetzt mal gucken. Sind es mit dem auch? Genau, 9 Erfolge brauche ich im Moment noch. Und 5 von den 9 Dingern sind halt alleine Dingsterbumster. Diese HC-Kills. Zwei sind noch Dings hier, wie heißt's? Welche, die du noch nicht machen kannst, sind diese Events-Sachen.
noch, also die sind gar nicht im, also die kannst du nicht machen, weil du also auf dieses Sonnenwendfest erstmal noch warten musst. Wobei, ja, hier gibt es einen Haufen Quests, ne? Ach ne, der Windinventar gibt gar nichts. Moment. Oh, die sind ja stark. Ja, deswegen, ich glaube, auf die musst du irgendwas machen, oder? Ach nee, das ist das hier. Steht das für dich? Ich hoffe. Ich hab mal die Spalte gefüllt. Hat das gezählt? Ja, eins. Okay. Okay, du musst wirklich die Elite-Typen töten, ne? Anscheinend. Hm. Schauen wir mal, ob wir ein paar zusammenziehen können. Die können ja nichts. Wenn ich sterbe, dann bist du schuld, weil du bist der Heiler. Ja, wir haben zwei Elementare bei uns, die mitkämpfen. Ja, warum hast du... Achso, das ist ein... jeder von uns hat ein Wasserinventar oder was? Du wolltest schon wieder sagen, warum hast du zwei und ich habe keinen, ne? Ja, genau, wird schon wieder... Das ist aber unfair. Natürlich bringen wir die ganze Elite zusammen. Warum nicht? Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch an EP hier kriegen, ne? Ob es deutlich weniger ist, weil wir jetzt sind... Du bist jetzt auch 61, oder? Yep. Aber du bist schon ein bisschen vor mir 61 geworden, ne? Also bisschen, aber ich habe den Trank die ganze Zeit weggelassen. So näher dran gekommen. Ich habe jetzt 25%. Ich muss mir mal... Ach doch, Erfahrung habe ich eingeblendet? Hey, ich kriege irgendwie gar keine Erfahrung von den Mobs. Ist gewollt, dass sie keine Erfahrung bringen? Oder du hast... Ja, du hast... Ich habe auch nichts gekriegt. Ich bin ja auch 61. Ja, aber gar nichts dürften die nicht... Also, wir dürften, müssten ja... Ich glaube, das liegt an den Mobs an sich, dass du nichts kriegst von den Elite-Typen. Müssen mal irgendwo einen normalen töten. Dann komm, ich pull mal so einen Hirsch dazu, das will ich jetzt wissen. Also gar nichts dürftest du nicht kriegen. Du müsstest dann halt... Also, wenn du drüber bist, kriegst du halt irgendwie nur noch so 5 EP oder so. Schau, ja, von dem haben wir 200 EP gekriegt. Das ist nicht viel weniger, als wir so gekriegt haben. Nee, die Elite-Typen bringen einfach gar nichts. Weißt du, was ich glaube? Dass hier irgendjemand bei den Elite bringen ja immer deutlich mehr und die sind ja echt, die können ja nichts, die Elite-Typen, ne? Dass irgendjemand das hier abused hat und dass deswegen die Blizzard die EP rausgenommen hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Taylor-Style. wie du es immer gerne machst, so Taylor-Style, ne? Und dann Blizzard agieren und es rausnehmen. Wobei es auch schon wieder dumm ist, dass Blizzard sowas macht. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem, der so ein, ja, was heißt Abuse, würde ich jetzt schon gar nicht so sagen, aber der sowas ausgenutzt hat quasi. Es gibt im Nazmir, gibt es Dino-Mobs, die Elite sind und die, weil sie Elite sind, extrem viel mehr EP bringen. Es gibt aber auf der Hordenseite eine Quest, dass du die schrumpfen musst, dann sind die nicht mehr Elite, bringen aber die gleiche EP, wenn du sie geschrumpft hast. Heißt, du tötest halt die ganze Zeit Elite-Mobs, die aber keine Elite-Mobs sind, aber so viele EP bringen, ne? Und da hat jemand halt so ein quasi ein Video gemacht, drüber, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, sonst würde ich dem da die Credits geben. Und ja, der hat da quasi als besten Farmspot deklariert. Ich muss aber sagen, naja, du musst halt die Dings so weit freispielen, ne, bis du da bist. Also du musst halt so weit durchquesten. Und so krass viel mehr haben die jetzt ehrlich gesagt auch nicht gebracht, die Dinge. Und du musst halt jedes Mal noch schrumpfen, also... ich wäre selber zu faul gewesen, da hinzugehen. Aber es kann für Leute doch ein ganz guter Spot sein, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, sich dahin zu questen. Aber da ich eh alle Twings über Inseln queste, weil ich die Mounts haben will. Wie gesagt, ich hab's vorher mal gezeigt. Warte, ich zeig's nochmal. Insel Expedition. Ich habe jetzt von den neuen Insel-Mounts, ne, habe ich diese 5 jetzt mittlerweile. Und die habe ich alle im Normal gekriegt. Also alle übers Level. Weil ich habe ja insgesamt irgendwas zwischen 70 und 80 Chars, die auf über 110 sind. Und die spiele ich halt jetzt alle von 110 auf 120 hoch, ne? Und mittlerweile, weiß ich nicht, vielleicht kann ich das auch mal... Warte, wir machen jetzt mal hier 110 bis 120. Ihr seht hier, die meisten sind schon 120. Also auf dem Account fehlen mir noch 1, 2... wo haben wir sie? 3, 4, die jetzt auch schon 118, 117 sind, die ich jetzt noch auf 120 brauche. Auf anderen Accounts sind es noch mehr, das sind so etwa 30 oder so, die ich noch brauche. Und quasi level ich die Chars hoch und gleichzeitig farme ich halt die Insel-Mounts, ne? Und ja, deswegen macht es für mich keinen Sinn, selbst wenn es eine viel bessere Methode gibt. Also ich könnte mich ja auch selber Freehold zum Beispiel ziehen, ne? Das würde ja auch gehen. Das ist sicher effizienter.
Aber da ich ja eh die Insel Mounds brauche, macht es keinen Sinn quasi. Wir kriegen hier doch noch relativ viele P, ne? Ich dachte, wir kriegen viel weniger. Es bringt immer noch 13.000. Also es ist hier nicht komplett useless, das zu machen. Oh, jetzt bin ich so ein Windelementar. Bin auch gerade auf dem Weg zur Spitze. Ich denke, wir müssen den Dicken da oben killen. Okay. Dann dürfte sich einer der Stränge wieder schließen. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe. Harmonisierung der Elemente, das deutet es ja schon an. Ich hoffe es, dann hätten wir nur noch einen offen. Warte mal mit dem Attackieren. Achso, da bist du ja. Gut. Bei so Hier. Dings-Quests liebe ich das, du spammst einfach alles, was es gibt, weil, ne? Hauptsache, du klickst nicht Nummer 4. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nummer 4 scheint schon wieder so, dass man. Das ist das gleiche Symbol wie vorhin. Das wäre eher blöd, ja, da hast du recht. So clever war ich dann auch. Perfekt. Hey, danke dir fürs Followen. So, okay. Und jetzt hoffen wir, dass wir die Endquest, also dass das jetzt wieder einen Strang abschließt. Ich hab's gar nicht mehr offen. Ich soll's vielleicht hier nochmal. Ah ja, ich such's nachher raus. Und? Yes! Einen Strang brauchen wir jetzt noch. Komm. Der ist hoffentlich dann. Also, wenn dann, ist er im Lager oder er ist da oben? Warte, wie heißt denn das letzte Ding? Spitz. Ja, das ist sicher im Lager. Wir müssen. Schon mal, wir haben jetzt eine Quest im Lager. Und das heißt Spitzdingsposten. Das ist nämlich das, was ich mir am Anfang schon dachte, ne? Warum haben wir. Ich glaube, die würde ich da oben gar nicht machen. Die Quest, Brauchen die wir da gar jetzt nicht, ist. meinst du? Nee, weil schon mal, wenn das Endding so heißt. Vielleicht, außer es gibt jetzt hier einen Flugpunkt oder irgendwas, dann würde ich den tatsächlich nur annehmen. Oder vielleicht das hier jetzt einfach mal abgeben und schauen, was man. Ja, die Quest führt einen wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Teufelswald. Schätze ich jetzt auch. Wird die tatsächlich jetzt gar nicht machen, sondern zum Lager zurückgehen. Dann haben wir das vielleicht einfach schon fertig. Fenty, hey, ich grüß dich. So. Dann sind wir hoffentlich hier fertig mit dem Bums. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein paar Dungeons in den nächsten Ding. Erstmal Burning Crusade ein bisschen durchballern. Könnt ihr mal auf meinen Transmog Mount gehen? Gucken, was ich jetzt an Sets. Ich habe immer noch ein Set nur, ne? Also ich habe richtig viele Plattensets, so wie es aussieht. Warte, wir könnten jetzt auch mal hier durchgucken, was ich allgemein an vollen Sets habe. Ist hier Abprüfung der Tapferkeit, genau das kriegst du mit jedem. Ich hab genau die zwei Sets, ne? Scheiße. Sonst habe ich halt gar nichts. Das ist echt bitter. Ah, und dieses Ding, Rüstungsset, was man damals von den Legion-Invasionen gekriegt hat. Also die, quasi die vom Pre-Event, die Legion-Invasionen. Aber mit den Druiden hast du bestimmt alles, oder? Hm? Mit den Da. Druiden hast du bestimmt alle Sets, Ja, ne? mit dem Druid habe ich alle Sets. Aber, also, zumindest alle Grundsets, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht, wenn es jetzt einen normalen HC und Mythic Set gibt, habe ich teilweise nicht alle Teile von allen Sets, sondern halt immer eins fertig fürs Achievement, ne? Aber teilweise auch viele von den anderen Dingern. Da geht es ja allein schon um die Jo. Erfolge. Die musst du natürlich mitnehmen. Ich selbst. Hey, und hier, warte mal, wo geht's jetzt weiter? Also ich habe hier noch eine Quest. Der Tod steht ihm gut, heißt sie, und da muss ich hier in die Höhle rein. Die hast du aber nicht. Und wenn ich teilen will, dann steht da Voraussetzung für diese Quest hast du nicht. Aber die hatte ich schon länger. Ich hab hier. Nee, ich hab gar nichts mehr. Wo hast du die Aber her? diese andere Quest, kritischer Zustand, hast du, ne? Ja, kritischer Zustand habe ich. Soll ich das mal kurz machen mit diesem Überreden? Gucken, ob es dann auch ploppt. Ja, mach mal. Wo hast du die denn her? Was musst du denn jetzt überreden? Hier einen Typen überreden, der Durak heißt. Durak, Russisch. Weißt du, dieses Kartenspiel Durak. Nee, kenne ich nicht. Sag Kennst mir du echt nicht? gar nichts. Nein, was Oh muss er da Mann. machen? Ja, es ist ein Kartenspiel. Das ist echt keine Lust, dir jetzt zu erklären. Okay, ein russisches Google. Kartenspiel. Genau.
So, mal anklicken. Durak töten. Oh. Was ist denn die Quest her? Weiß nicht, die habe ich irgendwo, ich glaube, in dem Lager im Osten oder irgendwo auf dem Weg da angenommen. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich zu der einen Quest, das ist jetzt die letzte Quest, die ich noch auf der Ding habe, oder also was? Wenn du nach links gehst und ich hier eben das abschließe, dann wissen wir zumindest, was zum Abschluss führt. Das ist richtig, ja. Wenn es meine Quest ist, dann google ich schnell nach, wo man die herkriegt und dann kannst du auch machen. Ich habe im Eschental jetzt, ich muss, Dakar bittet euch in Ogrimma, habe ich auch eine Quest, ja, was abzugeben. Die habe ich gemacht. Die habe ich gemacht, als du rübergeflogen bist. Ah, ist es vielleicht die Quest, die du noch offen hast und ich nicht? Könnte sein. So, ja gut, dann würde ich jetzt muss ich wieder nach OG. Ich weiß aber nicht, ob es das wirklich ist. Ja gut, das wissen. Aber das ist zumindest jetzt hier eine Quest direkt im Splitterposten, ne? Wenn das Ding Splitterholzposten, Mann, was ein dummer Name, heißt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht hier auch die Geschichte ist. Dann mache ich das jetzt tatsächlich auch mal kurz und dann gucken wir einfach mal, ob es das hier ist oder nicht. Jetzt ist die Stunde schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Mann, wie lange machst du denn hier in diesem Eschental rum, ne? Das ist doch unmöglich. Also ich würde jetzt gerne nochmal mit irgendeinem von diesen Leuten sprechen, die mir erzählen wollen, dass Questen ja so viel besser ist. Ich weiß nicht. Gut, dann fliegen wir jetzt nach Ogrimmar und hoffen, dass es die richtige Quest ist. Aber wenn du vorhin okay die Quest abgegeben hast, ne? Und jetzt quasi zwei Sachen machen musstest und dann wieder zurück nach OG, dann muss ich ja danach auch nochmal nach OG fliegen, ne? Bleibt's ja nicht aus. Ja. Na, supido. Du suchst ja auch die längsten Questgebiete aus, ja. BOE-Head sagt, das ist die Questreihe, scheinbar. Okay, wie lange geht die noch in etwa? Steht da Dämonische auch was? Verteidigung. Wenn ich draufklicke, dann steht hier die Geschichte, das mit Durak. Ja, okay. Ende ist beim Hochfürst Saufang. Ja. Okay. Gut, der Durak. Ja, dann sind wir aber wieder richtig. Dann ist das die Endquest 3. Okay, passt. Dann macht ihr doch den Ruhestein da im Tal der Stärke. Glaube ich am sinnvollsten. Achso, nee, ich habe mir jetzt in dem Lager den Ruhestein gemacht. Dann porte ich mich nämlich jetzt zurück, weißt du? Okay. Dann meinst du, also bleibt sie ja gleich, ob ich so ja, oder ja. So mache. Kommt ja auch selber raus. Ja, super. Ich hätte die halt vorher mit abgeben sollen, ne? Das wäre halt clever gewesen. Das wäre halt clever gewesen. Naja. Warte, jetzt kann ich gleich mal meine Volksfähigkeit einmal einsetzen hier. Ha, seht ihr das? Nämlich hier mit dem Dings. Ist wie so ein Goblin-Gleiter, das Teil. Perfekt. Ja, jetzt muss ich wieder zurück zum Durak. Aber da habe ich mir zum Glück den Ruhestein gesetzt. Ja gut, es gibt bestimmt bessere Questgebiete, aber ich habe mir halt die ausgesucht, die ich noch nicht gemacht habe, dass ich halt diese Unterachievements bekomme, ne? Und das ging's mir halt. So, ich kann es dir bestätigen, falls es jetzt kommt. Mach's mal. Jo, da ist es. Hast du das Achievement gekriegt, okay. Das war die Questreihe. Also du musstest jetzt quasi jetzt wieder in dieses Holzsplitter-Dings zurückgehen? Genau, einmal in die Höhle, diesen Durak da ansprechen, dann verwandelt er sich in so einen riesen Monster, er muss ihn einmal töten und zurückfliegen. Fertig. Okay, das hört sich ja jetzt, ne, recht human an. Dann machen wir das noch schnell. Dann ist es ja echt nicht mehr viel gewesen. Dann war es ja wirklich so, wie wir uns gedacht hatten, dass du überall Sachen aufmachst und am Ende... Weil wir haben jetzt relativ schnell hintereinander, glaube ich, 4 Dinger fertig gemacht, ne? Und am Anfang ewig lang hier rumgedoktert. Ja, ist der Saurofang dahinter gekommen.
macht er denn jetzt? Böser Dämon. Aber dann haben wir gar nicht so krass overcapped, wie ich dachte, jetzt hier in dem Gebiet. Dann ging das echt. 61. Kriegst ja immer noch EP. Ich meine, dass das früher so war, sobald du das Endlevel von der Expansion hattest und dann weiter Mobs gekillt hast, beziehungsweise Quests gemacht hast, hast du nichts mehr bekommen. Also wirklich nur noch vielleicht ein 1% von dem, was du davor gekriegt hast. Ne? Das haben sie jetzt anscheinend behoben, ne? Weil ich habe jetzt immer noch fast 500 EP für den Mob jetzt eben gekriegt. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen weniger, als man normal bekommt, aber halt jetzt nicht extrem viel. Wenn man, wie ich zum Beispiel, jetzt das Gebiet noch ganz gern fertig questen will, ist das halt immer blöd, wenn man dann overcapped. So, genau, jetzt muss ich nochmal zurück nach OG. Ah, fliegen lernen. Kann man doch die jetzt direkt. Ah ja, stimmt, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Oh, das da. Dann habe ich zumindest jetzt beim Leveln 2 Gebiete gemacht. Dann mache ich beim nächsten Char auch wieder irgendwie 1, 2 Gebiete. Irgendwann habe ich sie mal alle fertig hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was sind's hier? 7, 8, 9. Shit, ich brauche noch 9 Klasse-Gebiete, ne? Brauche ich von den anderen Dingern noch. In Burning Crusade sind's 2. In Nordend sind's 3, also 5. Cutter habe ich. Ah, das ist das hier. Cutter sind es 2 und MOP auch 2, 4. Vielleicht muss ich Draenor auch machen, oder? Nee, Draenor habe ich sogar. Ah, stimmt, das ist. Da habe ich da tatsächlich durchgequestet damals, ne? Mit einem Char. Ja, und Legion müsste wahrscheinlich auch alles haben, oder? Ja, Legion habe ich auch alles. Perfekt. Gut, und BFA habe ich sowieso mit meinem Hordenchar durchgequestet. Passt. Na gut, in den höheren Leveln, da wird es sich vielleicht sogar fast lohnen, auch ein bisschen zu questen, ne? Vielleicht den Pandaria. Oder Cutter. Mal gucken. Können wir ja schauen. Muss ich ja nicht übers Knie brechen. Wenn ich irgendwann die ganzen Horden-Achievements auch alle haben will, also zumindest das auf WoW Progress dann auch zählt, dann muss ich eh die ganzen PvP-Sachen machen und diesen ganzen Mist. Da ist das Leveln das kleinere Problem. Weil das größte Ding ist halt, dass ich auch den Ruf nochmal farmen darf, Kriegshymnen, Schlucht und Arati-Becken. Und das dauert richtig lang, ne? Das dauert richtig, richtig lang. Das ist zwar so eine Sache, die man hypothetisch leechen könnte, aber naja. Komm, wir machen Bubble. Wo ist die Bubble? Ach, da. Aber das ist ein richtiger Dreck. Also, das habe ich damals in BOD Cutter, glaube ich, habe ich das gefarmt gehabt. Das hat richtig lang gedauert. Da hast du einfach Kriegshymnen, Schlucht und Arati-Becken totgerannt. Sogar Flieler geforged. So, haben wir das Gebiet fertig. Wunderbar, wieder ein Quest-Achievement eingeheimst. Oh, und wir sind mit der Stunde auch schon wieder gut drüber. Dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.